Falls Ihre Türme beschädigt sind, können Sie diese wieder reparieren lassen. Selektieren Sie dazu einen oder mehrere Arbeiter und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das beschädigte Gebäude. An einem Menschenmonument können Sie nicht nur Arbeiter, sondern auch menschliche Krieger und Magier herbeirufen. Die an den Monumenten herbeigerufenen Krieger sind zwar alleine nicht so stark wie Ihr Avatar oder Ihre Helden, sie können mit ausreichend Rohstoffen dafür aber ganze Armeen produzieren. Es ist an der Zeit, eine Armee aufzustellen. Errichten Sie eine Schmiede. Gebäude wurde errichtet. In der Schmiede werden automatisch Waffen und Rüstungen für Kampfeinheiten hergestellt. Wenn Sie über mehrere Schmieden verfügen, können Sie schneller Kampfeinheiten produzieren. Auch Kampfeinheiten werden am Menschenmonument herbeigerufen. Wenn Sie einen Sammelpunkt für neue Einheiten festlegen möchten, selektieren Sie das Menschenmonument und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zielort. Das Erscheinen einer kleinen Fahne zeigt an, dass produzierte Kampfeinheiten sich an diesem Punkt sammeln werden. Herr der Rune? Selektieren Sie nun das Menschenmonument und produzieren Sie wenigstens 3 Rekruten und 3 Späher. Falls Sie eine Einheit nicht produzieren können, finden Sie im Hilfefenster einen rot markierten Text als Hinweis auf die Ursache, zum Beispiel ein fehlendes oder nicht besetztes Gebäude oder zu wenig Rohstoffe. Die Orks verfügen über eigene Patrouillen, die nach Feinden suchen. Wenn eine solche Patrouille ihre Siedlung oder Krieger von ihnen entdeckt, geht sie nach kurzer Zeit zurück in das feindliche Hauptlager und schlägt Alarm. Gleich wird eine Patrouille ihre Siedlung entdecken. Ein gelbes Symbol erscheint in diesem Moment auf der Übersichtskarte. Vernichten Sie die Gegner, bevor sie entkommen. Jetzt werden sie zwar nicht direkt angegriffen, nach einiger Zeit wird das Hauptlager aber die Patrouille vermissen und nach ihr suchen lassen. Sie haben aber Zeit gewonnen und sollten nun schnell weitere Späher und Rekruten produzieren. Gebt das Zeichen, bin unterwegs! Es ist wichtig, dass Sie die Gebäude in feindlichen Lagern möglichst schnell zerstören, denn dort werden immer wieder neue Gegner rekrutiert. Zu Diensten! Um eine größere Armee zu produzieren, benötigen Sie mehr Nahrungsmittel. Selektieren Sie Ihr Menschenmonument. Die unteren Zahlen in dem Selektionsfenster unten links geben an, wie viele Kampfeinheiten Sie haben und maximal haben können. Der Maximalwert ist momentan 10. Was wünscht ihr? In Haupthäusern können Sie die maximale Armeegröße erhöhen. Dies kostet Nahrungsmittel. Selektieren Sie Ihr kleines Haupthaus. Unten in der Aktionsleiste sehen Sie nun ein Symbol für Nahrungsmittel. Wenn Sie den Mauszeiger darüber halten, werden die Kosten für diese Aufwertung im Hilfefenster angezeigt. Wenn Sie das Symbol einmal anklicken, erhöht sich für 100 Nahrungsmitteleinheiten die maximale Anzahl der Kampfeinheiten von 10 auf 15. Augen offen halten. Die Erhöhung von 15 auf 20 Einheiten kostet bereits 200 Nahrungsmitteleinheiten. Erwarte euer Kommando. Erhöhen Sie nun die maximale Anzahl Ihrer Kampfeinheiten auf wenigstens 20 Einheiten, indem Sie das Symbol zweimal anklicken.
Falls das Symbol abgedunkelt ist, haben ihre Jäger noch nicht ausreichend Nahrungsmittel beschafft und sie müssen etwas warten. Mit dem kleinen Haupthaus können sie den Maximalwert auf bis zu 30 Kampfeinheiten erhöhen. Mit dem mittleren und großen Haupthaus erhalten sie später weitere Möglichkeiten, den Maximalwert zu erhöhen. Vorwärts! Folgt mir! Wenn sie später einmal zwei verbündete Rassen gleichzeitig spielen, so gilt der Maximalwert der Kampfeinheiten für die gemeinsame Armee. Dafür teilen die Rassen aber auch ihre Nahrungsmittel. Folgt mir! Produzieren Sie weitere Späher und Rekruten und zerstören Sie das Orklager im Osten. Bauen Sie weitere Rohstoffe ab und sorgen Sie für ausreichend Nahrung. Zur Ehre Aonirs! Sie schlagen zu! Für die Freiheit! Das ist ein Hinterhalt! Für den Orden! Und los! Für den Orden! Sie schlagen zu! Erwarte euer Kommando! Hier, zum Angriff! Ja, man sieht, Fernkämpfer können Gebäude nur im Nahkampf angreifen. Vorsicht! Sie sind hier! Standhalten, Männer! Jawohl! Marschbefehl! Zu Diensten. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Auf meinen Befehl. So. Das Lager ist zerstört und damit ist Sie können Leichen und Truhen nicht durchsuchen, wenn in der Nähe noch ein Feind ist. Schnell! Und in dem Orklager steht eine Kiste. Wenn Sie mit einer eigenen Figur in der Nähe stehen, können Sie die Kiste durch einen Klick mit der rechten Maustaste öffnen. Nehmen Sie die beiden Pläne darin an sich. Zu Diensten. Sie haben gerade den Konstruktionsplan für ein neues Gebäude und den Einheitenplan für die menschliche Einheit Kleriker gefunden. Öffnen Sie Ihr Inventar und gehen Sie auf die Seite Pläne. Hier haben Sie die Übersicht, über welche Gebäude und Einheitenpläne Sie von allen 6 Aufbaurassen verfügen. Auf der rechten Seite im Fenster können Sie die Rasse wählen. Wählen Sie, falls nicht bereits aktiv, die Menschen. Legen Sie den Einheitenplan in ein freies Fach bei den Einheiten in der unteren Zeile. Diese Einheit können Sie ab jetzt an Ihren Menschenmonumenten produzieren, vorausgesetzt, Sie verfügen über die erforderlichen Gebäude und Rohstoffe. Gehen wir es an! Legen Sie den Gebäudeplan in ein freies Fach bei den Gebäuden in der oberen Zeile. Da die erste Zeile komplett belegt ist, müssen Sie zunächst den Pfeil nach rechts klicken. So, da sind wir wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, mal kurz Pause machen, damit sie nicht reinredet. Das Spiel ist abgestürzt und ich musste jetzt alles, was wir gemacht haben, nochmal machen. Also, ab jetzt können ihre menschlichen Arbeiter auch den Tempel errichten. Ja, schließen sie ihr Inventar. Dass unsere Stadt etwas anders aussieht vom Aufbau her. Also das Haupthaus ist nicht mehr hier oben. Und der Steinbruch Wenn Sie menschliche Einheiten mit magischen Fähigkeiten herbeirufen wollen, benötigen Sie Aria, eine magische Flüssigkeit. In der Nähe der errichten Sie in der Nähe der Aria-Quelle einen Aria-Schrein und in Ihrer Hauptsiedlung den Tempel des Lichts.
Um diese Gebäude auswählen zu können, müssen Sie bei der Gebäudeauswahl den Pfeil nach rechts anklicken. Also ja, unsere Stadt sieht ein bisschen anders aus. Unsere Ressourcen sind vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten ist alles gleich. Ich habe also alles nochmal gemacht, inklusive diesem Bereich hier. Auf mein Kommando. Mir nach. Hab hier alles leer gemacht. Jetzt warten wir darauf, dass unsere Bauarbeiter den Arierschrein bauen. Also ja, bevor der Abbruch kam, habe ich ja den Tempel des Lichts in Auftrag gegeben. Der ist jetzt auch schon fertig. Zu Diensten. Herr der Habe verstanden. So, du kannst eine zweite Schmiede theoretisch bauen. Wo ist sie denn? Schmiede. Bis zu 5 Handwerker können in dem Aria-Schrein arbeiten und Aria fördern. Dann los! So. Der Tempel des Lichts dient der Beschwörung von Einheiten mit magischen Fähigkeiten, vergleichbar mit der Schmiede für die Waffenproduktion. Mehrere Tempel erlauben eine schnellere Herbeirufung magischer Einheiten. Außerdem können Sie im Tempel des Lichts eine Aufwertung durchführen. Aufwertungen sind in zahlreichen Gebäuden möglich und sie verbessern meist Ihre Einheiten, können aber auch andere Vorteile bieten. Wenn Sie den Tempel selektieren und ausreichend Rohstoffe haben, können Sie unten das Symbol Klerikersegnung aktivieren. Alle Kleriker, welche Sie danach herbeirufen, ja? verfügen über ein Schild und größere Mana-Reserven. Neben der Aria-Quelle sehen Sie übrigens einige Lenia-Pflanzen und Mondsilber. Beide Rohstoffe sind für Menschen unbedeutend, spielen aber für die anderen Aufbaurassen eine wichtige Rolle. Neue Fähigkeit Produzieren verfügbar. Sie wenigstens 3 Kleriker. Falls Sie die Einheit nicht produzieren können, ist die Schaltfläche abgedunkelt. Bewegen Sie in diesem Fall die Maus über die Schaltfläche und achten Sie auf Hinweise im Hilfefenster. Falls die Anzahl Ihrer Kampfeinheiten bereits das Einheitenlimit erreicht hat, können Sie vorhandene Einheiten selektieren und mit K zerstören. Zerstören, das klingt so brutal. Töten klingt eigentlich auch nicht viel besser. Als nächstes wollen wir der Eisenproduktion etwas nachhelfen. Errichten Sie eine Schmelze im näheren Umkreis Ihrer Mine. Habe verstanden. Schon dabei. So, produzieren wir weiter fleißig Priester. Und ja, jetzt ziehe ich mal kurz Was dort entlang? Zum Helfen ab, die da. Schon dabei. Steine brauchen wir jetzt gerade nicht mehr so viel und es geht schneller, die Schmelze zu errichten. Wenn wir genügend Leute haben. Gebäude wurde errichtet. So. Die Minenhandwerker werden nun das von ihnen geförderte Erz bei der Schmelze abliefern. In der Schmelze wird es weiterverarbeitet. Dadurch erhalten sie insgesamt die doppelte Rohstoffmenge pro Lieferung.
Einfache Arbeiter können ihre Rohstoffe nur in Hauptgebäuden und an Monumenten abliefern. Alle Handwerker können ihr Eisenerz an eine Schmelze, ihr Holz an ein Sägewerk, ihre Steine an einen Steinmetz oder ihre Nahrungsmittel an das Nahrungsmittellager liefern, wodurch jede Lieferung doppelt zählt. Erwarte Befehle!